So Leute, Moinsen und Hi, willkommen bei Sessgames and Rock'n'Roll. Ich habe mich jetzt mal spontan dazu entschieden, weil ich so gelegentlich in Foren gelesen habe und gerade Bock drauf habe, ein kurzes Tutorial zu machen, wie das läuft hier mit dem Einfärben vom Max. Hier haben wir jetzt in Hanspeck 4H stehen, in der Standardbemalung. Hier dieses komische Codegrün. Und wir können das Ganze ändern, indem wir klicken auf Camo-Spec im Mac Lab. Und dann haben wir erstmal diese Perspektive, in der wir unseren Mac auch drehen können, wo wir diese coolen Beleuchtungseffekte haben und so weiter und so fort. Und gehen erstmal hier bei Pattern Mode auf der rechten Seite auf den mittlere Icon auf Custom Colors. Das ist primär erstmal das Wichtigste. Hier haben wir 6 Quadrate, also jeweils immer 2, eins links, eins Mitte, eins rechts. Und immer dahinter halt direkt noch eins. Direkt darunter das ist immer so die Standardfarbe, die ihr euch auch noch zurückholen könnt, wenn ihr den Mac das nächste Mal aufruft. Grundlegend ist aber erstmal wichtig, das gilt für 3 unterschiedliche Farbpartien auf eurem Mac. Die erste Gruppe ist beim Hanspeck diesejenige hier, die jetzt auf einmal rot ist. Die zweite Gruppe ist die hier, die nun blau ist. Und die dritte Gruppe ist beim Hanspeck bloß ein kleines Detail, ist jetzt grün, wie wir hier sie sehen. Das sind 3 unterschiedliche Parts von eurem Mac, wo die Farben dann hinlanden. Und das ist von Mac zu Mac natürlich unterschiedlich. Wie ihr an Farben rankommt. Ihr habt ja erstmal hier so halt diese mega fette Übersicht mit den ganz vielen Farben dabei. Und hier unten dann eine Liste. Color Filters. Da sind auch schon wieder viele fucking krasse Kategorien. Wir sind im Moment bei All, dass alle Farben angezeigt werden. Es gibt aber auch Basic Farben. Dieses Grün hier ist das Standard, was jeder hat, das Basic Green. Und den Rest kann man sich kaufen, die restlichen 4 Farben. Ich glaube für jeweils 1,5 Millionen. Ich weiß das leider gerade nicht mehr ganz so genau. Und alle restlichen Farben gibt es für knallharte Mac-Credits. Also, hätten wir hier zum Beispiel Bock auf dieses komische Ash Gray, würden wir 1000 Mac-Credits hinblättern müssen. Es gibt allerdings auch günstigere Farben, die kosten hier dann zum Beispiel nur 500 Mac-Credits. Oder aber die kommen auch immer wieder mal ins Angebot, da könnt ihr dann auch nochmal ordentlicher zuschlagen. Da gibt es dann fettere Dinger. Fettere Farben. Ne? Okay, das ist soweit zu den Farben. Dann gibt es hier theoretisch Custom Decals. Das ist aber noch nicht so weit, dass man da irgendwas auswählen könnte. Kommt entweder very bald oder mit User Phase 2.0. Da lässt ihr noch ein bisschen auf sich warten. Dann gehen wir mal zu Pattern Mode, also die Art und Weise, wie euer Mac lackiert ist. Ne? Das Design. Bei Default ist das Hunchback Default in diesem Fall equipped. Das hat halt jeder Mac. Also jetzt nicht das Hunchback Default, sondern Mac-Name Default. Das hat halt jeder. Dazu kann man auch immer wieder zurückkehren. Dann gibt es diese Camo-Specs. Die kann man sich für Mac-Credits kaufen. Einmal hier das Unlock. Das bedeutet, dass ihr das für alle Macs aus dieser Variante, also für jeden Hunchback, freischaltet und es auch immer wieder auswählen könnt. Dann habt ihr aber auch Single-Use. Da heißt, ihr wählt das einmal für den aus. Benutzt es halt quasi einmal, danach ist es dann aber auch wieder weg, wenn ihr es weghaut. Also habt ihr es nicht für alle freigeschaltet und auch nicht auf ewig. Sei denn, ihr lasst es halt so auf dem Mac drauf. Wozu ich in dem Fall dann natürlich auch raten würde. Also ihr seht dann schon, dass es hier auch viele unterschiedliche gibt. Und es werden immer mehr, ergeben sich dadurch auch ganz coole Designs. Hier mit dem Schirmen-Handschmeck-Zeugs, da gibt es auch was ziemlich Cooles. Finde ich zumindest. Ich habe jetzt nämlich ein Katapult. So angemalt wie, na, das erzähle ich noch nicht. Dazu muss ich mal irgendwie noch einen fetten Screenshot hinkriegen oder sowas. Den werde ich dann hier an Dingens hier, PGI, IGP, Piranha, whatsoever weiterleiten. Hoffentlich wird das dann Screenshot auch so machen. Dann gibt es noch Customs, Custom Patterns, das sind so die Premium Designs. Die kosten dann direkt auch noch mal ein bisschen mehr, quasi doppelt so viel wie die Standard-Dinger. Haben aber auch dann ziemlich einzigartiges Design. Beim Hunchback, also generell das Franken-Ding zum Beispiel, hat hier überall dann so skelettmäßig was. Beim Hunchback ist es dann die Kanone, die da so einen Totenschädel drauf hat. Dann gibt es das Buccaneer- oder Buccaneer-Design. Das ist dann was Piratenmäßiges. Meistens hier so mit diesen Karo-Mustern. Irgendwo sind noch so Totenschädel drauf. Und es steht immer irgendwo irgendwas Komisches draufgeschrieben, gekriekelt, gekrakelt oder sonst was. Und zum Schluss haben wir noch das Cobra-Design. Dann habt ihr die Farbe innen so glänzend, als hätte der halt so Hautschuppen. Es ist insgesamt auch schon ziemlich gelungen, finde ich ganz schön cool. Und wir wählen hier bei den Farben mal eben so das aus, was da so vorgegeben ist. Und ihr seht jetzt hier unten, hat sich ja ganz schön was an Mac-Credits ergeben, was man bezahlen würde, wenn man sie jetzt kauft. Denn solange, wie ihr die Sachen einfach nur anklickt, habt ihr sie nicht gekauft. Das ist, glaube ich, mal extremst wichtig zu wissen. Sondern das Ganze ist auch erst fest, wenn ihr auf Save drückt. Drückt ihr auf Save, ist der Kauf bestätigt, sofern ihr halt die nötigen Credit-Bills oder Mac-Credits habt. Und auch nicht mehr rückgängig zu machen. Also ihr kriegt die Kohle nicht wieder.
ist dann weg und dann sieht euer Mac jetzt halt so aus. Ihr könnt ihn natürlich jederzeit anders anmalen, was aber je nachdem auch wieder Kohle kostet. Nebenbei sei noch wichtig zu erwähnen, die Farben, die ihr freischaltet. Habt ihr sie einmal freigeschaltet, sind sie für alle möglichen Macs in allen möglichen Varianten freigeschaltet. Farben müsst ihr niemals doppelt kaufen. Das Einzige, was ihr halt doppelt kaufen müsst, sind hier die Designs, die euer Mac dann so hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal relativ so wissenswert für so einige Leute, bevor da wieder irgendwelche Fragen aufkommen. Und wenn ihr dann auf Safe geht, ist es halt feste Sache, feste Kiste und nicht mehr rückgängig machbar, Credits weg. Drückt auf Reset, ist es alles wieder auf Standardeinstellung. Drückt auf Cancel, müsst ihr in der Regel mit OK bestätigen, willst du das wirklich verwerfen, bla bla. Drückt ihr OK, dann ist das Ganze gecancelt. Wo ihr die Farben oder das Design nicht so ganz ändern könnt, sind zum einen Founders Macs, die könnt ihr jetzt nicht mehr kriegen, wenn ihr keinen habt, sondern nur, wenn ihr ein Founder seid, also ein quasi Mitbegründer, ein Supporter vom Anfang an, die ein bisschen Kohle in das Spiel gedrückt haben. Da könnt ihr aber auch nur eine Farbe ändern, das ist dann so ein Designstrich über dem Mac hinweg. Bei Hero Macs könnt ihr das Design nicht ändern, aber ihr könnt andere Farben auswählen. Und vorweg, wenn ihr Angst habt, dass eure Hero Mac Farbe verschwindet, für den Hero Mac selber könnt ihr die Farbe immer zurückholen. Denn hinter dem ersten Quadrat ist ja immer noch das kleine, das ist so die Farbe, die dann von Anfang an bei dem Mac drin war. Und bei Murumi sieht dann zack, so wieder aus wie am Anfang. Aber die Farbe selber, die der so frei für sich freigeschaltet hat, die hat man für andere halt nicht. Warum auch immer. Wäre ziemlich cool, aber naja, hat man halt nicht. So kommt ihr aber zum Beispiel auch immer wieder auf das Pink zurück von eurem Heavy Metal oder so. Das sind dann so die, ich glaube zumindest, wichtigsten. Hier war den Cancel-Button, wo man nochmal OK drücken muss. Okay. Das sind so die wichtigsten Basics, glaube ich, zu den Farben. Wenn ich etwas vergessen habe, verzeiht es mir, das ist jetzt gerade nur so spontan entstanden. In dem Sinne, Leute, ihr wisst, wo ihr hinhauen sollt. Bis bald.